I am the Jochen und das ist der Frühsport für Dienstag, den 6. September 2022. Schönen guten Morgen. Eine ganz kurze Ausgabe, denn gleich gibt es noch ein Special zur Champions League und zur Europa League und zur Conference League mit meinem Gast Anton. Gucken wir auf die Gruppen und sagen euch, wer alles weiterkommt. Das wird hier auch in Kürze auf diesem Kanal erscheinen. Am besten abonnieren und Glöckchen drücken. Dann verpasst ihr nichts, dann kriegt ihr Bescheid, wenn das neue Video da ist. Aber wir schauen mal ganz kurz noch auf das Geschehen von gestern und heute. Gestern gab es in der dritten Liga Saarbrücken gegen Wiesbaden 2:2. Und im Tennis ist Juli Niemeyer ausgeschieden gegen Iga Świątek in 3 Sätzen. Außerdem Tim Pütz mit Michael Wienes raus, ebenfalls in 3 Sätzen gegen Carval Farah. Damit aus deutscher Sicht noch ein einziges Eisen im Feuer und das ist ein ganz junges, nämlich in der Juniorinnenkonkurrenz. Ella Seidel steht im 16. Finale und ihren Weg durch Turnier werden wir auch noch ein bisschen beobachten in den nächsten Tagen. Ansonsten, Rafa Nadal spielt gerade noch gegen Francis Tiafoe, liegt hinten 1-2 Sätze. Mal gucken, was da draus noch wird. Kyrgios hat gewonnen gegen Medvedev, den Titelverteidiger. Das ließ aufhorchen. Kyrgios in Bombenform. Wimbledon jetzt im Finale gerade gewesen und jetzt schon wieder. Auf einem guten Weg, würde ich sagen. Rublev ist weiter gegen Norrie und Pegula hat gewonnen gegen Kvitova. So, jetzt gucken wir mal kurz, was es heute noch gibt in Sachen Tennis. Los geht's ab 18 Uhr, ab jetzt jeden Tag und nur noch auf Eurosport 1, nicht mehr auf Eurosport 2. Heute geht's los mit dem Viertelfinale, unter anderem haben wir bei den Frauen im Programm Świątek gegen Pegula und wir haben Ons Jabeur gegen Tomiljanovic und bei den Collins gegen Sabalenka noch, haben wir auch heute. Bei den Männern gibt's unter anderem Berrettini gegen Rüdd und weitere Partien, auch Doppelspiele noch und so weiter und so fort. Guckt rein, wenn ihr Bock habt, auf Eurosport 1. Wer schon vorher auf Eurosport dabei ist, kann ab 14.50 Uhr schon die nächste Vuelta-Etappe gucken. Die ist aber topflach, da wird nichts Spannendes passieren, außer im Finale dann, glaube ich. Das lohnt, glaube ich, nicht, den Nachmittag zu gucken. 20:30 Basketball, das nächste Spiel der deutschen Mannschaft bei der Eurobasket gegen Slowenien in Köln. Da kann man einen weiteren Schritt machen in Richtung Gruppensieg und damit idealerweise leichtere Gegner in der K.O.-Runde. Und dann kommen wir noch ein bisschen auf Fußball. Die deutschen Frauen haben ihr letztes Quali-Spiel in der WM-Qualifikation. Das hat aber nur noch statistischen Wert gegen Bulgarien. Sie sind ja bereits qualifiziert. Das Spiel gibt es ab 18:30 auf One zu sehen, wer es noch schauen möchte. Aber ist dann fairerweise gesagt doch auch nur ein besseres Freundschaftsspiel. Und dann haben wir die Champions League. Erster Spieltag, es geht los, 18:45 mit dem ersten Spiel auf Prime Video, nämlich Borussia Dortmunds Auftritt gegen den FC Kopenhagen. 18:45 exklusiv auf Prime, dazu gibt es um 18:45 auf The Zone Dynamo Zagreb gegen Chelsea und dann ab 21 Uhr die große Konferenz auf The Zone mit 6 Partien. Unter anderem haben wir dort Leipzig gegen Shakhtar Donetsk, natürlich auch alle als Einzelspiele, ist klar. Wir haben dabei Benfica gegen Haifa, wir haben Celtic Glasgow gegen Real Madrid, den Titelverteidiger, FC Sevilla gegen Manchester City, das ist durchaus auch klangvoll, ebenso wie PSG gegen Juventus Turin. Und Salzburg empfängt den AC Milan. Das alles also dann ab 21 Uhr auf The Zone zu sehen. Und da wissen wir, wie die Champions League Gruppenphase ausgeht. Der schau das Spezialvideo mit Anton und mir, denn da gehen wir die Gruppen alle durch in allen 3 Wettbewerben und schau mal, wer dort in die Achtelfinalrunde einziehen wird. Danke fürs Zugucken, wir sehen uns morgen wieder oder im Spezialvideo. Bis dann, macht's gut, viel Spaß beim Sport gucken. Ciao.